Hallo liebe Sportkinder, schön, dass ihr wieder da seid. Heute wollen wir wieder zusammen Sport machen und dabei die Uhrzeit kennenlernen. Seid ihr dabei? Super, viel Spaß! Hallo Sportikus, schön, dass du da bist. Du hast wieder einen Beutel dabei. Was hast du denn alles drin? Ich schau mal rein. Na klar, eine Uhr. Wir wollen ja die Uhrzeit kennenlernen. Und dann hast du noch 5 verschiedene Gegenstände. Wir haben jetzt Reissäckchen. Ihr könnt aber gerne auch Spielzeug, Socken, was auch immer mit dazu nehmen zum Sporteln. So, bevor wir anfangen, drück doch mal kurz auf Pause und hol dir diese 5 Gegenstände. Und jetzt wollen wir uns erst einmal begrüßen. Bereit, Sportikus? Na dann. Sport macht Spaß. Sport macht Spaß. Sport macht Spaß. Sportikus! Kennst du eigentlich auch schon die Uhr? Nein? Okay, dann werden wir diese heute zusammen kennenlernen. Schaut euch doch mal diese Uhr hier an. Eure Zuhause sieht vielleicht ganz anders aus, aber das ist egal, alle funktionieren gleich. Sie sind rund im Ziffernblatt. Du kannst die Zahlen 1 bis 12 sehen. Und du siehst verschiedene Zeiger. Die aktuelle Uhrzeit könnt ihr wie folgt ablesen. Der Sekundenzeiger ist der, der ganz dünn ist und schnell vorwärts läuft. Eine Runde des Sekundenzeigers zwischen 1 und 12 bedeutet eine Minute. Der Minutenzeiger ist breiter und lang. Er dreht sich ebenfalls im Kreis. Wenn er eine Runde zwischen 1 und 12 geschafft hat, bedeutet das eine Stunde. Und der kurze Zeiger, das ist der Stundenzeiger. Dieser läuft ganz langsam im Kreis. Damit man einen ganzen Tag schafft, muss er die Runde von 1 bis 12 zweimal umrunden. Das könnt ihr euch auch gerne mit euren Eltern noch mal ganz genau anschauen und erklären lassen. Aber jetzt kommen wir zu unserem ersten Spiel. Da wollen wir die verschiedenen schnellen Zeiger nachmachen. Es gibt folgende Kommandos. Sekundenzeiger, das haben wir gerade gehört, der läuft ganz schnell. Ihr müsst schnell durch euer Zimmer rennen. Dann gibt es den Minutenzeiger. Der ist auch schnell, aber nicht so schnell wie der Sekundenzeiger. Und dann kommt der ganz langsame Stundenzeiger. Da bewegt ihr euch ganz langsam, wie in Zeitlupe vorwärts. Seid ihr bereit? Dann kann es jetzt losgehen. Sekundenzeiger! Ihr könnt auf der Stelle rennen oder durch euer Zimmer. Minutenzeiger! Stundenzeiger! Minutenzeiger. Sekundenzeiger. Stundenzeiger. Sekundenzeiger. Minutenzeiger.
Sportikus, das war ganz schön anstrengend. Denkt dran, ihr könnt auch immer was trinken zwischendurch und mal alles ausschütteln. Super, ich glaube, jetzt sind wir bereit für unser nächstes Spiel. Dafür braucht ihr zwei Gegenstände, egal ob Socken, Schuhe, Kuscheltiere. Die begrenzen eure Laufstrecke. Legt einen Gegenstand auf die eine Seite eures Zimmers und den anderen auf die andere Seite. Unser Spiel heißt Rundenlauf und funktioniert so. Eine Runde bedeutet einmal, um die zwei Gegenstände zu rennen. Sehr gut. Wir denken uns jetzt Zahlen zwischen 1 und 12 aus. Und ihr rennt immer so viele Runden, wie die Zahl wirklich bedeutet. Wenn ich 3 sage, müssen wir 3 Runden am Stück ohne Pause rennen. Seid ihr bereit? Dann geht's los. 3. Super, kurze Pause. Nächste Zahl, 2. Klasse. Oh, jetzt wird's schwer. 5. Sehr gut, Sportikus, du hast mitgezählt. Ein Glück, sonst hätten wir uns wahrscheinlich verzählt. Eine Zahl nehmen wir noch. Jetzt dauert es, glaube ich, richtig lang. 8. Und geschafft. Super. Das war richtig anstrengend. Habt gesehen, ihr könnt auch mal rückwärts rennen oder im Hopserlauf oder im Seitgalopp. Sucht euch doch gern dazu immer einen Partner, mit dem ihr das Spiel zu Hause nochmal nachmachen könnt. Vielleicht kommt auch mal die Zahl 12 vor. Okay, klasse. Ein Spiel haben wir euch noch mitgebracht. In unserem letzten Spiel wollen wir die Uhrzeit springen. Dafür braucht ihr jetzt 5 Gegenstände. Einen Gegenstand legt ihr in die Mitte eures Zimmers. Die anderen 4 Gegenstände verteilt ihr drumherum. So, als würde ein runder Kreis entstehen können, wenn wir einmal mit dem Finger die Gegenstände abfahren. Wenn wir jetzt die Aufgaben euch nennen, geht es immer in der Mitte los. Dort startet ihr. Jede Aufgabe beginnt in der Mitte und jede Aufgabe endet in der Mitte. Ihr könnt jetzt springen auf 2 Beinen. Ihr könnt springen auf einem Bein oder vielleicht auch mal ein Hockstrecksprung. Probiert vielleicht verschiedene Sachen einfach aus. Okay, jetzt geht's los. Wir sind bei unserer Uhrzeit. In der Mitte wären die Zeiger. Es ist jetzt 3 Uhr nachts und wir schlafen tief und fest und springen dreimal zur Socke rechts von euch oder Kuscheltier. Super. Die Dämmerung hat schon begonnen. Wir werden, glaube ich, bald aufstehen. Es ist 6 Uhr am Morgen. Wir müssen uns strecken. Das heißt, wir springen
dreimal zum Gegenstand vor uns. Vor und zurück. Sehr gut. Jetzt ist Frühstückszeit gewesen und es geht jetzt los zum Kindergarten oder zur Schule, denn es ist 9 Uhr. Wir springen dreimal zur Socke links von uns. Oh, jetzt knurrt mir der Magen. Es ist Mittagessenzeit, 12 Uhr. Das heißt, wir wollen schnell was essen und springen dreimal zum Gegenstand hinter uns. Vor, zurück. Sehr gut. Nun haben unsere Zeiger eine Runde geschafft, die Hälfte des Tages. Jetzt folgt Runde 2. 15 Uhr, es ist Tobezeit. Wir können uns richtig austoben und springen dreimal zum Gegenstand rechts von uns. Sehr gut. Oh, schon wieder Hunger. Abendessen, 18 Uhr. Dreimal zur Socke vor uns springen. Sehr gut. Oh, der Tag ist schon fast zu Ende. Wir müssen Zähne putzen. Denn es ist Schlafenszeit. Wir springen dreimal zur Socke links von uns. Und zum Schluss ist Mitternacht. Wir schlafen tief und fest, springen dreimal zur Socke hinter uns. Sehr gut, jetzt haben wir auch die zweite Runde geschafft und damit einen ganzen Tag die Uhrzeit euch gezeigt. Das war's für unsere heutige Sportstunde. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wir verabschieden uns mit Sport macht Spaß. Tschüss, bis zum nächsten Mal.